Motivation und Inspiration zu deinem Start in die gesunde vegane Ernährung. Das gibt es heute in diesem Motivation Podcast. Sei gespannt, bleib dabei. Willkommen im Vegan Podcast mit der Nummer 1 für vegane Ernährung in Deutschland. Hier ist dein Christian Wenzel. Hier ist wieder dein Mr. Broccoli, dein Christian. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch hervorragend, und wenn noch nicht hervorragend, dann motiviere und inspiriere ich dich heute, dass es dir hervorragend geht. Denn wenn die vegane Ernährung noch nicht 100% Einzug gehalten hat bei dir und du dir denkst, hey, warum schaffe ich es bisher noch nicht, mich 100% vegan und pflanzlich zu ernähren? Irgendwas hindert mich. Warum kriege ich einfach da nicht meinen Hintern hoch? Was hindert mich daran? All das, da gebe ich dir heute ganz, ganz viel Inspiration mit, dass du spätestens nach dieser Episode richtig, richtig cool da rausgehst. Und am Donnerstag, also in der nächsten Episode, erfährst du brandaktuell von der Kerstin Goldstein, wie du dich nicht nur für die vegane Ernährung begeistern kannst, sondern vor allem für die Bewegung begeistern kannst. Denn das ist natürlich eben auch Grundbaustein eines gesunden, erfüllten und glücklichen Lebens. Die gute Ernährung, die gute Bewegung, die macht unseren Körper glücklich, und danach kommt auch unser Geist und unser Seele dran. Also starten wir mal. Wenn du übrigens tägliche Inspiration brauchst, dann folge einfach meinem Instagram-Kanal. Vegan Transformation heißt der, ist auch verlinkt in den Shownotes. Dort kannst du dir meine täglichen Stories ansehen und dir täglich Inspiration holen. Und natürlich haben wir eben auch das Vegan Starter System, mit dem du wirklich Hand für Hand, Schritt für Schritt, 8 Tage begleitet wirst, als Veganer zu starten. Weißt du, Dirk Nowitzki hat mal gesagt, ich bin damals weggegangen von Kuhmilch, weil man ja sagt, Kuhmilch sei nicht unbedingt gesund. Deswegen nehme ich überhaupt keine Kuhmilch, wenig Käse und kein Joghurt zu mir. Seitdem geht's ihm besser. Lewis Hamilton, der mehrfache Sieger der Formel 1, sagte, ich fühle mich so gut wie noch nie in meinem ganzen Leben. In den ganzen 32 Jahren. Körperlich fühle ich mich so gut wie noch nie. Ich fühle mich unglaublich rein und gesund. Ja, wenn du das hörst, das sagen zwei Profisportler, zwei extrem erfolgreiche Menschen über die vegane Ernährung, beziehungsweise der eine sagt das über die Milch aus, dass die eben nicht so toll ist, und der andere sagt es über die vegane Ernährung. Wenn wir mal über Milch sprechen, dann brauchen wir nur auf die Milchalternativen zu gehen. Und da hatte ich in einer meiner letzten Podcast-Episoden die Edelkastanienmilch promoted. Was heißt promoted? Ich habe einfach gesagt, ich nehme die täglich, weil sie einfach so unglaublich gut ist. Und Edelkastanienmilch, die sind noch rein, die sind noch voll Energie. Die Natur schenkt sie uns. Und das ist die eigentliche Milch, die wir brauchen und die unserem Körper gut tut. Und jetzt zur ersten Motivation. Wenn du es nicht für dich selber schaffst, also dass du quasi sagst für dich, hey, mein Körper ist es mir wert, dann schau doch mal auf die Menschheit, also auf die Menschheit in der Zukunft, sprich deine Kinder, und auf die Umwelt. Haben deine Kinder dann in dieser Umwelt noch Spaß zu leben, wenn du sie eben jetzt vielleicht noch ausbeutest mit den Sachen, die du im Moment konsumierst? Ein weiterer Spitzensportler hat gesagt, ich hätte schon viel früher mit veganer Ernährung starten müssen. Und Andreas Lute, Fußballtorwart von einem Erstligisten, Bundesliga-Erstligisten, sagt, ich bin seitdem nicht mehr so verletzungsanfällig und habe einfach ein gutes Körpergefühl. Wenn du also mehr leisten möchtest, sei es sportlich, sei es beruflich, sei es zu Hause in deiner Familie, wenn du mehr Energie haben möchtest, dann ist die vegane Ernährung auch für dich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Denn du verbrauchst weniger Verdauungsenergie, und gerade bei grünen Blättern oder bei viel Obst und Gemüse hast du fast überhaupt keine Überschüsse, die dein Körper irgendwie entsorgen muss. Und deshalb inspiriere ich dich auch heute. Fang mal an mit einem ganz, ganz gesunden Smoothie. Mach dir dazu 2, 3 Datteln in den Mixer. Mach eine Banane in den Mixer, ein paar wilde Blaubeeren mit rein. Und dann mach irgendwie was Grünes da rein. Sei es einfach nur Minze oder sei es einfach ein bisschen Spinat. Das sind beides
entweder die Minze schmeckt gut oder der Spinat ist relativ geschmacksneutral und du wirst merken, wie gut, wie frisch, wie belebend dieser Shake sein kann und wie einfach es doch ist, ganz, ganz lecker zu essen und zu trinken, ohne zu hungern, ohne irgendwie Verzicht auf irgendwas zu haben und ohne irgendwelche Diäten und Abnehmpillen. Ja, jetzt fühle ich mich einfach besser, ich regeneriere schneller, der Körper ist nicht mehr so übersäuert, ich habe kaum noch muskuläre Probleme. Das sagt Diego Demo, Topfußballer in dieser Welt. Und noch jemand sagt was richtig, richtig Schlaues. Tierische Fette belasten besonders in der Hitze den Körper, weil er viel Energie aufwenden muss, um dies zu verdauen. Die Spieler haben sich ohne Milchprodukte viel besser gefühlt. Das sagt Holger Stromberg, der damalige Chef der Fußballnationalmannschaft, als sie Meister wurden. Ja, also auch hier siehst du, dass natürlich eben auch die allgemeine Fitness und die, wie du dich besser fühlst, dadurch einfach viel angehobener wird. Und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende, was wirklich mich auch verändert hat. Du wirst der Welt wirklich ein Licht, indem du lebendige, kraftvolle Lichtnahrung zu dir nimmst. Und das ist die vegane Ernährung, das ist die pflanzliche Ernährung. In dem Moment kann sich auch dein Körper entfalten, frei werden, sich befreien von verschiedenen Giftstoffen und dadurch wird auch dein Geist und deine Seele klarer. Das heißt, du wirst nicht nur mental leistungsfähiger, sondern auch deine Seele kann sich viel besser entfalten. Und das ist doch was, wofür es sich lohnt, mal irgendwie 2-3 Tage einen Versuch zu starten. Und wenn du es machen willst, dann trag dich einfach ins vegane Starter System ein, wenn du es noch nicht hast. Oder folge mir auf Instagram in den Stories. Oder wenn du Facebook nutzt, gibt es auch die Community bei uns, wo täglich neue Inspirationen, neue Motivationen, neue Rezepte und täglich ganz, ganz toller Austausch stattfindet. Entscheide dich eines von diesen 3 Möglichkeiten. Ich denke, es ist von jedem was dabei und du wirst die nächsten Tage definitiv deinen Körper transformieren. Das verspreche ich dir. Du wirst automatisch viel weniger Zucker konsumieren. Du wirst automatisch einfach dich nicht mehr so träge fühlen. Deine Blähungen gehen weg, falls du welche hast. Und es kann sogar sein, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten weggehen, dass dann Heuschnupfen besser wird und vieles, vieles mehr. Also wenn du bisher es noch nicht geschafft hast, hole dir einfach einen dieser Möglichkeiten rein. Du bekommst da komplette Ernährungspläne. Du musst nicht mal mehr selber irgendwie dir was zusammenstellen, sondern du kannst da einfach losstarten. Genau das wünsche ich dir nämlich von dir. Es soll ganz, ganz einfach sein, ganz, ganz easy sein. Und das gebe ich dir hier mit den Tools an die Hand. Vergiss nicht, am Donnerstag die nächste Episode runterzuladen, wenn es ums Thema geht, sportliche, intuitive Bewegung, wie du Sport ganz, ganz einfach in deinen Alltag einbaust, ohne langwierige, langfristige und natürlich komplett zeitraubende Sportaktivitäten wie Joggen und so weiter, sondern ganz, ganz einfache, intuitive Bewegungen. Das verrät uns Kerstin. Und am Sonntag in der übernächsten Folge verrate ich wieder oder beantworte ich wieder deine Fragen und Antworten. Deshalb stell sie mir, schreib mir einfach eine E-Mail, schreib mir in Instagram, in Facebook, wo auch immer. Ich bin für dich da und du vergiss nie, sei der Welt ein Licht, sei der Welt ein Geschenk und ja, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli in diesem Fall. Alles, alles Liebe, dein Christian. Willst du jetzt schon wissen, wie wir uns im Jahr 2050 ernähren? Willst du die optimale Ernährung für dich kennenlernen? Gefällt dir deine Figur nicht oder bist du oft müde? Willst du auf das nächste Level aufsteigen? Wenn nein, dann schalte jetzt ab. Wenn aber ja, dann hole dir Mr. Brokkolis neuestes Werk Vegan Transformation. Bestelle jetzt unter vegan-athletes.com/book oder klicke auf den Link in den Show Notes.